อะไรคันเนี่ยจะมาให้คันเนี่ยกัดมาคันนี้ไป Man will immer, wenn man solche Filme macht, dass man Aufmerksamkeit für diese Themen erregt im Publikum und dass man den Menschen zum weiteren Nachdenken anregt, dass sie sich Fragen stellen und dass man etwas mit dem Film bewirkt. Daher, selbst wenn ein Film ein spezifisch regionales Thema angeht oder sich mit diesem Thema befasst, ist es trotzdem etwas für mich immer wichtig, dass es dann Fragen angehen, die nicht nur für diese spezifische Region sind, sondern auch für Fragen, die praktisch universelle Fragen sind. Es gibt natürlich parallele immer auf der ganzen Welt, wenn man solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet. Es gibt Parallele und dann gibt es natürlich große Divergenzen, also wo es dann schon sehr weit auseinander geht. Ich möchte nicht sagen, das wäre gleich das Nazi-Regime oder wie sagt man, die Nazi-Herrschaft oder Dritten Reich. Aber wie man zum Teil damit umgeht, da gibt es natürlich schon Parallele, wenn man dann bedenkt, dass man oft die gleichen Argumente hört. Ich konnte nicht anders, ich habe nur Befehle befolgt, ich hatte gar keine Wahl. Ich glaube, wir können das alle nicht so wirklich nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt nicht so wirklich klare Antworten. Und wenn es klare Antworten gäbe, dann vielleicht wäre das die große Rettung für die Welt. Und man könnte vielleicht verhindern, dass es wieder solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozide geben würde. Das Problem ist, dass es sehr schwer diese Sachen auf Grund zu gehen und dahinter zu kommen, was die wirklichen Mechanismen sind. Und sicher ist das in jedem Land spezifisch für das Land und die Gegebenheit und die Situation. Jedoch gibt es dann immer wieder Parallele. Und für mich war dann auch die Frage, ob man gewisse Muster erkennen könnte. Das ist eine Sache, die ich mich gefragt habe, als ich an diesem Projekt mich herangemacht habe. Und ich habe in sehr viele Richtungen recherchiert, weil ich wollte auch verstehen, wie ist es überhaupt möglich, wenn eine so große Masse von Menschen mitmacht. Wie funktioniert das? Und das war natürlich, das hört man und erfährt man schon auch in The Future's Past, so diese Überlegungen zum Teil, wo man versteht die verschiedenen Druckmechanismen, die ausgeübt worden sind, wie die Frau, also die Mutter von Sopani, die dann sagt, alle im Dorf waren dafür, ich konnte mich nicht als Einzige dagegen stellen. Also das ist auch ein Argument, das man immer wieder dann hört. Mir ist nicht darum gegangen, zu untersuchen, wie es dazu kommt, dass diese politische Führer
dieses System entwickeln, sondern wie das sich in die Bevölkerung sich auswirkt. Und dann kann man dann sehen, dass es eine Art von Großgruppendynamik gibt. Es gibt auch eine sehr interessante Theorie von dem berühmten Psychotherapeut und Psychiater Famke Volkan, der recherchiert hat über Großgruppendynamik und wie es dazu kommt, dass Menschen mit blindem Gehorsam dann reagieren, wenn der Gruppenidentität dann praktisch bedroht wird und dadurch bereit sind, ihre normale Prinzipien und Moralen über Bord zu werfen und Sachen zu tun, die sie sonst nie tun würden. Sprich, den anderen zu attackieren, umzubringen, foltern und so weiter. Alle diese schrecklichen Dinge, die wir als solche Situationen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozide leider kennen. Ne?